Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Camping Cowboys. Heute gibt es den zweiten Teil davon, was habe ich in meinem Camper dabei? Hier haben wir den zweiten Schubfach, den ersten Schubfach hier, der hinter mir ist, habe ich euch im letzten Video bereits vorgestellt. Für jeden, den es interessiert, gerade was um Küche und Zubereitung von Essen geht, kann sich das gerne angucken. Somit machen wir den Schubfach auf. Hier im vorderen Schubfach, also ich und den Camping Cowboys, der Scarf, der hat immer die Bar dabei. Und die Bar bedeutet ein bisschen Raufspaß, Plastikbecher, was zu trinken rum. Und hier sitzen dann wirklich alle immer eigentlich um den kleinsten Camper außen rum und bedienen sich und betrinken sich bei mir an der Bar. Was immer sehr witzig ist, weil mein Camper quasi in der Mitte steht und außenrum stehen die Busse, so habe ich mir auch eine kleine Monopolstellung gesichert. Knabberzeug und für die verkaterten Leute in der Früh gibt es immer noch ein Flying Power, sowas ähnliches wie Red Bull. Der über Nacht natürlich auch in die Domitec Passivkühlbox kommt, die ich auch im letzten Video vorgestellt habe. Das hier vorne ist das Partyfach. Da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Platz verschwendet, ist jetzt aber nicht so schlimm. Irgendjemand muss sich opfern. Gut, das wichtigere Fach ist das hintere Fach und das hintere Fach habe ich hier als erstes für die Katzenwäsche in der Früh, habe ich immer ein Handtuch dabei. Natürlich gehört zum Handtuch dann der Kulturbeutel, Zahnbürste, Zahnpasta. Einen Kamm brauche ich eher nicht, ist relativ kurz, aber ich weiß gar nicht, was ich da noch drin habe. Ich glaube, Listerine ist drin, also Mundspülung, dann habe ich noch ein kleines Shampoo und eine Creme dabei. Reicht grundsätzlich für ein, zwei Nächte, reicht das leicht aus. Jetzt kommen wir zu nützlichen Dingen. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, ist hier eine Lampe von Charaloro, irgendwie sowas. Hat bisher super gute Dienste geleistet, sieht man jetzt nicht im Licht, aber sie ist an. Aber nachts ist die wirklich sehr hell, jetzt scheint natürlich die Sonne. Sehr zu empfehlen, so eine kleine LED-Lampe läuft hier unten mit Batterien. Kann man aufmachen. Alle die Produkte, die ich euch heute hier vorstelle, sind natürlich auch wieder verlinkt in der Beschreibung. Und die war wirklich günstig. Also da kann ich, glaube ich, nichts sagen. Ich glaube, die hat 10 Euro gekostet und die hatte ich jetzt seit den ganzen Sommer über in Betrieb. Und sie leuchtet immer noch und tut ihre Dienste für 10 Euro. Kann man nichts falsch machen. Dann habe ich hier noch so Kleinzeug drin, natürlich ein bisschen Klopapier, macht Sinn. Eine Mütze, wenn es kalt wird, ganz wichtig. Hier eine Wäscheleine, auch sehr zu empfehlen. Wenn man zum Beispiel Geschirr abspült oder mal aus dem See kommt oder sonst irgendwas, dann kann man hier auf die Schnelle, kann man sich eine Wäscheleine spannen und kann da einfach seine Sachen drüber legen. Ein bisschen Seil ist auch immer sehr zu empfehlen und sehr schlau. Die Schnur hatten wir schon öfters mal, na, das Leben wäre jetzt auch übertrieben, aber den Arsch gerettet. Einfach ein Stückchen Seil, ein bisschen festere Schnur, wo man mal was zusammenbinden kann, was abbinden kann oder sonst irgendwas. Das ist nicht schlecht. Natürlich, also das ist so ein Must-Have. Ich glaube, das hat jeder Camper dabei. Panzertape. Das ultimative Reparaturwerkzeug. Also damit kann man wirklich alles reparieren. Unerlässlich für jeden Camper. Was haben wir hier noch? Tüten. Tüten kann man auch immer gebrauchen. Abfalltüten zum Beispiel. Und da appelliere ich an euch alle. Wir wollen ja weiterhin überall campen. Verlasst euren Platz mindestens so, wie ihr ihn vorgefunden habt. Lasst keinen Müll liegen.
macht nicht zu viel Lärm, macht nicht zu viel Stress, sonst kommen wir da immer weiter in Verruf und irgendwann werden die Leute sagen, nein, hier bitte nicht mehr. Es ist ja schon so an vielen Seen, dass die schon für Wohnmobile gesperrt sind. Das ist der Vorteil natürlich bei einem kleinen Camper oder bei einem ganz normalen Buscamper, dass man da immer noch reinkommt. Gut, was haben wir noch hier drin? Batterien? Wichtig. Ja, Batterien, alles was mit Batterien läuft, Batterien sollten immer im Auto sein. Ein kleines Cuttermesser, um, wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel die Wäscheleine abzuschneiden oder dergleichen, auch nie verkehrt. Weitere Mülltüten. Was habe ich denn noch alles hier drin, was sich hier so alles ansammelt mit der Zeit? Oh ja, ganz wichtig, Insektenschutzspray. Wir stehen ja meistens am See oder in der Nähe eines Flusses oder im Gewässer oder und da gibt es sehr viele Mücken. Also das würde ich auch jedem empfehlen, dass er sich besorgt. Ein weiteres super Universal-Gadget, würde ich jetzt mal sagen, Kabelbinder. Mit Kabelbindern kann man auch nochmal alles reparieren, alles zusammenbauen. Das wirklich gut. Was habe ich noch? Ja, hier hinten so Kleinkram. Das ist unglaublich, was ich mit der Zeit, das ist wie in der Wohnung, es sammelt sich alles Mögliche an. Hier habe ich zum Beispiel noch einen Ersatzschwamm, warum der da drin ist, weiß kein Mensch. Ja? Aber er ist halt einfach da. Jetzt kommen wir noch zu drei Dingen, ohne die würde ich eigentlich nicht wegfahren. Das erste sind, wo haben wir sie? Karabinerhaken. Mit Karabinerhaken kann man so gut wie alles machen. Also wenn ich jetzt hierher gehe, hier oben habe ich meine Lampe, die mache ich auf, dann mache ich da den Karabiner drauf. Und dann hänge ich die hier oben ein. Ich weiß nicht, sieht man es noch? Ja, und dann hängt hier oben an meiner Tür hängt die Lampe. Eine klasse Geschichte. Alles, was zum Aufhängen ist, Karabinerhaken. Karabinerhaken ist so ein kleiner Geheimtipp. Die kosten auch nicht wirklich viel. Die kann sich jeder selber besorgen. Aber ich kann sie auch noch gerne mal verlinken in der Beschreibung. Diese Karabinerhaken, also sind jetzt natürlich keine Schwerlast-Karabinerhaken. Aber um irgendwas aufzuhängen, sei es Küchentücher oder hier, was ich gleich zum nächsten komme, die Ultimate Ears Box. Damit würde ich nicht aus dem Haus, oder ohne das würde ich nicht aus dem Haus gehen. Da hängt schon automatisch ein Karabinerhaken dran, weil die hänge ich immer oben, da wo jetzt auch die Lampe hängt, auf die gegenüberliegende Seite hier drüben hänge ich dann immer die Box. Und die macht wirklich gute Musik. Wie heißt die Ultimate Ears Boom? Wonderboom. Die Ultimate Ears Wonderboom kostet auch nichts. Ich glaube, die kostet 53 Euro. Und die macht wirklich guten Sound. Wirklich, wirklich guten Sound. Und zu laden hinten über einen kleinen Mini-USB hat ja jeder von seinem Handy. Damit würde ich nicht aus dem Haus gehen. Musik. Gehört einfach bei den Camping Cowboys dazu. Wenn sie irgendwo stehen und grillen, dann läuft immer der Country im Hintergrund. Ultimate Ears Wonderboom. Kann man auch, also das hier ist die erste Generation. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine zweite Generation, aber da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Aber das ist auch was, das braucht man auf jeden Fall. Und wenn der Wonderboom der Saft ausgeht, dann braucht man noch eine vernünftige Powerbank. Eine vernünftige Powerbank ab 20.000 mAh aufwärts würde ich jetzt empfehlen. Hier haben wir die PowerAd, die verlinke ich euch auch noch unten. Das Schöne an der PowerAd ist einmal, sie hat diese Solarzellen. Der Hersteller schreibt, dass die Solarzellen eigentlich nur für den Notfall sind. Hier sieht man auch schon wieder, hängt auch ein Karabiner dran. Den hänge ich mir auch hier oben ans Auto hin und dann hängt er in der Sonne und lädt sich. Das ist immer die Frage, wie lange das da drin liegt. Ja? Also man sagt einmal, der Hersteller sagt in der Beschreibung, einmal das Handy aufladen
3 Stunden in der Sonne liegen lassen. So, jetzt stehe ich 6-7 Stunden stehe ich am See in bei voller Sonne, dann hänge ich die oben hin und dann kann ich schon zweimal mein Handy laden. Also ich habe sie eigentlich noch nie aufgeladen. Wenn sie voll ist, liegt sie hier hinten drin. Wenn sie nicht voll ist, dann lege ich sie immer vorne ins Auto. Soll man nicht machen, also vorne in die Frontscheibe rein. Und dann liegt sie ja quasi Tag und Nacht in der Sonne. Soll man nicht machen. Der Hersteller sagt angeblich, dass die kaputt gehen würde dadurch. Ich kann noch nicht feststellen, dass sie davon irgendeinen Schaden davongetragen hätte. Was auch sehr schön ist, ich habe sie nachts, habe ich sie vorne beim Schlafen, habe ich sie im Auto liegen, stecke mein Handy an und lade mein Handy über Nacht. Und nachts habe ich auch noch die Funktion, ob man es sieht, ja, man sieht es, vorne ist noch eine Taschenlampe dran. Wenn man mal aufs Klo muss nachts oder sonst irgendwas zum Rausgehen, hat man auch immer gleich eine Taschenlampe zur Hand. Was die Powerbank noch hat, ist hier an der Seite, hat sie einen Zigarettenanzünder. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Hier ist ein Zigarettenanzünder drin. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Aber die Taschenlampe vorne drin und die Solarzellen, die sind wirklich praktisch. Also da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also 3 Must-Haves. Das ist einmal die Wonderboom, einmal eine gescheite Powerbank und die Karabinerhaken. Das sind meine Geheimtipps. Ohne das gehe ich eigentlich nicht aus dem Haus. Und natürlich die Standardsachen wie das Panzertape zum Beispiel oder eine schöne Schnur oder ein schönes Seil, das reißfest ist. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, guckt euch auch den ersten Teil an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, einen dritten Teil und da wird es dann richtig spannend, weil da gehen wir nach vorne ins Auto und da kommt das richtige Camping-Equipment. Jetzt sind hier die ersten 2 Schubfächer sind vorgestellt. Und jetzt kommen wir dann zu den etwas, sage ich mal, größeren Dingen. In dem Sinne, vielen Dank zum Zuschauen. Hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen da. Stöbert noch ein bisschen auf unserem Kanal. Wenn euch der Kanal gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. In dem Sinne, einen schönen Tag. Wünschen die Camping Cowboys. Bis zum nächsten Mal.